Hallöchen zurück, liebe Freunde, zurück zu Deponia. Ja, und wir sitzen hier, beziehungsweise wir stehen hier oben bei dem Telefonisten. Was hatten wir denn alles? So einstecken, Coupons, Wünschelrute, Espresso, Trichter. Wir probieren mal Folgendes. Das wollte ich schon das letzte Mal probieren, ich hatte bloß nicht mehr dran gedacht. Beziehungsweise mir ist es zu spät eingefallen. Wir gehen mal zu Toni in den Laden. Wir reden mit ihr. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich hab ganz schön was durchgemacht. Wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Allerdings. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Okay. Ich muss weg. Das aber du bist... Wir tun einfach mal die Coupons. Ich habe es gefunden, ich darf es auch. Den Papageien will die ja noch nicht haben. Keine. Schon gut, tu das. Dann wecke ich ihn halt auf. Hey, du, aufwachen. Geh doch, Schnarchschnabel. Ah. Hey, Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Ach ja. Gucken, können wir reingehen? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Arme Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Oh mein Gott, was haben wir nur getan? Ich muss weg. Das aber du... Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ah. Alles Lügen. So, jetzt haben wir einen... Ja, einen Papageien, der scheiße erzählt. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. So. Mal gucken, vielleicht können wir hier an der Poststelle noch irgendwas anstellen. Hier ging's hoch. Mal den Schrank aufmachen. Können wir den dort reinsetzen? Geht das? Das würde dem Papagei wahrscheinlich, kann er aber vergessen. Nee. Red mal mit dem Typen. Hallo. Ja? Was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesen
Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg! Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Capito? Ich gehe da. Mach das. Du sollst. Sehe ich genau. Ich kümmere mich erstmal um meine Idee, sonst vergesse ich die wieder. Weil der gute Kerl sagt ja, der hat nichts zu tun. Und es gibt da bloß drei Funkgeräte. Und eins ist ja die Notrufsäule. Nutzen wir das doch einfach mal aus. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus? Das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernspritze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ah! Schauen wir uns mal an, was der Telefonist jetzt zu tun hat. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah! Hey, Huhu, hallo. Ach du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Kann ich den Wings? Die brauche ich für meine Arbeit. Nicht unsere Briefkorben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach, ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun. Ich gehe da. Mach da. Du solltest nicht gehen. Ich muss noch mal zum Saal des Bürgermeisters. Und zwar, ich weiß zwar nicht, wo es das gab, aber ich habe gelesen, dass es ja. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Genau das habe ich gelesen. Ja, und jetzt können wir nämlich wieder hochgehen. Und der gute Kerl hat es ja schon so schön gesagt. Die orientieren sich am Erdmagnetfeld. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Unten 1, das voll und das plus 2. Jetzt ist es ausgeglichen. Jetzt nicht mehr. Ach hier, da sitzen die woanders. Ob ich die alle nach rechts bringen muss? Grrrr!
Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus ist ein Nietzsche! Rufus hat die Frauen vom Kinderhaus. Wenn ich jetzt so. Das ist die Idee. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Ich jetzt so wüsste, wie das eingestellt sein muss. Die ist da und die ist da. Wir tauschen die zwei Plätze. Und jetzt sind die voll belegt. Das mal, weil ich blicke durch, was ich hier machen soll. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die Erntemaschine missbraucht und Schindel vom Rathausdach. So, was bringt mir das jetzt? Hi. Bitte nennen Sie. Du hast. Leider brauche und. Okay, du sagst mir nichts Neues, ne? Hups. Da hat der Abo kurz aus dem Bild geklickt. Der pennt jetzt hier. Mal bei... So, Rufus muss erstmal wieder gediegen rausgelaufen kommen. Bei Wenzel vorbeischauen. Da, ich sehe Stein und da schwimmt klar. Wo ist Wenzel jetzt eigentlich? Achso, das hat er aufgehört hier mit. Und so weiter. Was müssen wir jetzt machen? Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben. Wir gehen mal in die Notfall-Dings. Rufus hat die Erntemaschine. Boah. Ach ja. So, Rufus, da hat mich doch Daniel gestört. Ich will ihn lieber nicht stören. Es ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Natürlich. Rufus hat die Erntemaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ach ja. Ich hab grad gar keinen Plan, was ich machen soll. Luftballons, Handschweißgerät, Bohrer. Gleich nochmal. Tja, ein geübter Matador. Das bringt ja auch nichts mehr. Gehen wir mal zu Tonis Hütte. Vielleicht gibt es da irgendwas. Trichter, Mikrofon. War schon wieder rausgeklickt. Ja, nee, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung weiter. Machen wir hier erstmal einen Stopp. Wir speichern zusammen ab. So, überschreiben, jawohl. Hauptmenü. Ja, und wir sehen uns dann morgen wieder.
wenn es heißt, Apu sucht einen Weg weiterzukommen. Also bis dahin, macht's gut und tschüss.